Komm, schieß doch. Schieß doch. Schieß doch! Oh Mann. Ja, hallo und willkommen zu einem Spiel von Electronic Arts und Psygnosis. Das heißt, so ganz schlechter Rotz kann es ja nun eigentlich nicht sein. Stehen diese beiden Firmen doch für etwas? Nämlich zumindest technisch anspruchsvolle Videospiele. Willkommen zu Galahad auf dem Sega Mega Drive. Ja, sieht ja eigentlich schon mal ganz ordentlich aus. Gucken wir mal, was wir optionsmäßig so haben. 5 Leben. Ist das eine 0 oder? Nee, das ist. Ja, das ist eine 0. Machen wir eine 3 draus. Difficulty lassen wir mal normal. Weil alles andere ist Training und Training ist ja nicht Sinn der Sache. Okay. Go west to the cave and collect the portal key. Then travel east to the portal. Okay. Ja. Woran erinnert mich das? So ein bisschen an. Also die gute alte 16-Bit-Amiga-Zeit ist das so hier grafisch. Also für mich zumindest. Es sieht verdammt nach Amiga aus, ja. So. Kann der C-Button auch irgendwas? Scheinbar nicht. Bam. Wie komme ich da dran? Gute Frage, nächste Frage. Hauen wir lieber mal ab da. Ja, gut. So, Münzchen. Wofür die gut sind, werden wir sehen. Da kommt ein Vogel. Der nervt. Okay, das ist wohl dieses Portal. Portal. Gucken wir mal, was es noch gibt. Gods! Es sieht ein bisschen aus wie Gods. So wie die Figuren sich bewegen und das Setting, auch wenn die Grafik ein bisschen anders ist. Nein! Ah, wie blöd. So, was sind das eigentlich für Dinger, auf denen diese Fässer hopsen? Gute Frage. Sind das Ägypter, diese Typen? Glaube ich nicht. Das Intro hatte mir ja schon ganz gut gefallen, auch wenn das nicht viel war, aber es sah ordentlich aus. Hm. Was stand in der Beschreibung? Go into the cave. Cave. Habt ihr eine Cave gesehen? Vielleicht hier. Das da? Nee. Hm. Ach, das war ja unfair. Da oben. Da, das, ja, das könnte sein. Genau. Ach nee. Lionheart ist auch so ein bisschen so. Wenn es auch ein bisschen opulenter aussieht als das hier. Mal gucken. Okay. Ja, das ist eindeutig die gute alte 16-Bit-Amiga-Grafik. Würde mich nicht wundern, wenn das vielleicht eine Amiga-Umsetzung ist. Kann ich da was machen? Nee. Wenn ich mich ducke, komme ich auch nicht weit. Was mache ich da? Ah, Gott, ey. Okay, den Schlüssel habe ich. Ja, da komme ich nicht vorbei, ohne so einen Energiepunkt zu verlieren. So, ich muss ja hier wieder raus. Genau. So, ich habe den Schlüssel. No. Das ist echt nicht okay. Wie viel Leben habe ich noch? Noch 2. Ja. Gucken, was hier noch geht. Wo das Portal ist, haben wir schon gesehen. Ah, gibt's hier Potion. Juhu. Potion ist immer gut. Weil Potion hält uns am Leben. Ach. Geh weg. Kommen wir hier hin?
war das? Nix. Okay, dann gehen wir halt mal zum Portal. So, aufpassen. Das war hier doch jetzt gleich, ne? Ja. Das müsste hier jetzt kommen. Ah, nein! Oh, da geht was. World 1 Level completed. Gold collected bonus. Boah, das ging ja viel zu schnell. Jump left off the easternmost cliff to reclaim the crown from the chest. Then journey to the gate in the cave. Also so viel wie spring nach links vom östlichsten Cliff, von der östlichsten Klippe, um die Krone zu holen und dann geh zum Portal in die Höhle. Mhm. Kann man den eigentlich? Man kann. Man muss auch. Oh. Diese Vögel nerven. Ah, geht doch. Ja, aufpassen, da kann man nicht weiter, vermute ich mal. Da war auch sonst nichts. Kann ich da hoch? Was kommt denn da? Ah, okay. Ja, man sieht übrigens, dass das Pferd den Wagen zieht. Ohne Zügel. It's the invisible Zügel. Oder? Oh, Traktorstrahl. Was ist denn das? Eine Münze? Ich brauch Potion. Was soll denn der Scheiß? Geh weg damit, ey. Wow. Das ist. Vielleicht sollte ich einfach zusehen, da hochzukommen, solange ich noch Potion habe. So, okay. Und jetzt? Die Krone! Ja, super! Was haben wir hier? Was ist das? Eine Münze. Fick dich, Münze. Auch keine Münze. Was haben wir hier? Geht's da weiter? Erstmal die Cave finden jetzt. Okay. Oh. Juhu! Sehr schön. Na komm, schieß doch. Schieß doch. Schieß doch! Oh Mann. Du. Arsch. Da! Wie gemein. Komm, ich hab Continuous. Ich zögere nicht, sie einzusetzen. Na gut. Also, was haben wir gelernt? Ah. Warum dreht er sich nicht rum? Der braucht immer einen Moment, bis er sich umdreht. Das ist, ja, so eine Trägheit. Das ist doof. Deswegen habe ich den Vogel eben nicht erwischt. Ja, wenn ich mich rechtzeitig umdrehe, ist kein Problem. So, wo ist jetzt dieser Wagen? Mit dem Traktorstrahl? Ah, okay. Ja, ist eigentlich sehr hübsch gemacht, aber dass da die Zügel fehlen, ist schon komisch. Weil nicht nur, dass der Wagen von alleine fährt, er bleibt auch alleine im Gleichgewicht. Ja, das ist ätzend. Immerhin bin ich jetzt oben. Die Krone, genau. Und hier gab's Potion, weiß ich nicht mehr. Geh weg. Ja. Schieß doch. Schieß doch. Nein, so geht doch. Ah, hier ist die Cave. Okay, die sieht auf den ersten Blick so aus wie die vorhin. Boah, das ist ja doof.
Vogel, Bogenschütze, Münze. Du hörst auf mich zu schießen. Komm schon, komm schon. Ah, ich und mein großes Maul. Naja, wie viel Leben habe ich noch? Noch 3. Ist der weggefahren? Ja. Gibt's hier was? Gerade so erwischt. Was gibt's hier? Nein, wie blöd! Ah, durchgefallen. Aber in der Kiste ist was drin. Muss schon mal probieren. Komm ich jetzt? Oh. Also das hätte besser gelöst sein können, muss ich sagen. Sehr hübsch animiert, die Figur. Gefällt mir. Aber er hat doch ein bisschen viel an. Ist nicht unbedingt vorteilhaft gekleidet für das, was er so vorhat. Trägt eine Menge Scheiße mit sich rum. Diesen Umhang, diesen komischen Staubwedel auf seinem Helm. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich will diese Kiste. Ein One-Up! Das kann man immer brauchen. So. Eine sehr malerische Säule ist das. Marmor in 16-Bit hat was. Aber wieso kann ich den im Flug nicht erledigen? Es geht nicht. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal probiert. Immer schief gegangen. Egal. Naja. So, das heißt, wir nehmen jetzt diese Plattform und fahren damit wirklich rüber. Ganz rüber. Boah, knapp, ey. Immerhin, netterweise, wenn man ein Leben verliert, kommt man da wieder raus, wo man sein Leben verloren hat. Muss nicht immer an irgendwelche Punkte. Und sich dann wieder zurückkämpfen. Was geht denn hier? Mehr Geduld. Passt schon. Na komm, ich hab keinen Bock da drauf jetzt. Runter oder hoch? Gehen wir mal runter. Das ist eine Kiste. Potion! Juhu! Gibt's ja unten noch was außer Stress? Nee. Na gut, also zurück. Muss doch irgendwo dieses blöde Portal jetzt. Ah, guck mal, was da ist. Juhu! Ich bin zu Hause! Ja. Journey east to the cave and return the spider's egg to the western gate. Also erst zum Osten in die Höhle, das Spinnenei holen und dann zum westlichen Tor bringen. Ein One-Up, wie nett. Und wo fahren wir hier hin? Niemand sieht es, niemand weiß es. Okay, also die muss ich mich drücken, deswegen habe ich die vorhin nicht gekriegt. Na komm. Wie sich immer alles in Luft auflöst in diesen Spielen. Das war alles so einfach. Ich wüsste ja gerne mal, wie ich diese Bomben legen kann.
Das ist bestimmt sehr hilfreich, wenn man diese Bomben legen könnte. Der geht nicht weg. Das ist blöd. Man kann die Hunde, die man killen kann, nicht von den anderen unterscheiden. Upsi. Wer bist du denn? Und was hast du vor? Ah. Ja, ist klar. Ah, erledigt. Immerhin. Ein One-Up. Wie schön. Eine Cave. Also langsam wird's interessant, ja? Also zumindest sehen diese Viecher alle ganz nett aus. Nehmen wir einen Potion. Ich habe gedacht, das füllt meine Lebensenergie auf, aber gibt's gar nicht. Wieso geht das nicht weg? Wahrscheinlich wäre jetzt hier so eine Bombe sehr hilfreich. Ich habe keine Ahnung, wie man die auslöst. Ja? Irgendeinen Button festhalten? Nee, oh. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also. Vielleicht hätte ich doch mal lesen sollen, was in den Options steht. Keine Ahnung. Ja, bin schon. So. Das erinnert mich doch so ein bisschen an Sonic gerade. Ach, in den 90ern war immer alles so austauschbar. Das heißt, Moment, das ist ja heute auch so. Okay. Ja. Was mache ich mit dir? Ich komme. Solange ich nicht dahinter komme, wie man die Bomben schmeißt. Also ich habe jetzt jede Tastenkombination durch. Ja. Nee, ich weiß, ich verstehe es nicht. Nein! Der geht. Oh, ein Runner. Wir dürfen weiternehmen. Eine Münze. Na gut, dann machen wir es so. Wie komme ich da hoch? Gar nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Ja. Nein! Na gut, wie lange haben wir? Viertelstunde, bisschen mehr. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Das war Galahad auf dem Sega Mega Drive. Ein recht interessantes Spielchen, ja, für die Zeit. Ist auch ganz unterhaltsam gemacht. Und man kann es eigentlich den Leuten, die so Plattformer mit Fantasy-Setting mögen, denen kann man das schon empfehlen, wenn sie einen Mega Drive haben. Jetzt muss ich doch aber nochmal gucken, was es damit auf sich hat. Hä? Jump CXXX. Okay, da steht XXX. Ja? Okay, also ich habe nichts falsch gemacht. Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Ich bin raus. Wie gesagt, das war Galahad auf dem Mega Drive. Ich danke euch fürs Zusehen, würde mich freuen über Kommentare und Daumen. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Video bleibe ich euer Alex. Ciao!